Hey, Ton verändert. Kannst du mal bitte einfach in deinem nächsten Video dein Intro länger laufen lassen? Dankeschön. Bro, wie lange denn noch, Digga? Was für länger laufen? Bald lade ich ein Video hoch, geht 4 Minuten und die Hälfte davon ist einfach nur. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und exquisite Video. Ich habe eine Aufgabe für euch. Wo ist Eisbär? Alter Junge, bei mir tut auch wirklich alles bis oben, von unten bis links und rechts weh. Ich muss wieder Sport machen. Ich gehe heute Sport machen, Alter. Okay, Digga, bei mir bringt, glaube ich, auch nichts mehr. Manche Dinge werden momentan immer teurer und andere... Ich hab das nicht gesagt. Digga, was ist eigentlich, ganz kurz, was ist eigentlich mit meiner For You-Page? Meine For You-Page besteht momentan nur aus sowas hier. Und irgendwie Geld und so. Es geht um PayPal. Ich sag euch, wie ihr Geld macht. Hört mir zu, und ich fahr mit 18 einen. Ich bin Westbandit, Mann. Ich zeig dir, wie man Geld macht. Nimm PayPal und mach. Bruder, was ist denn los? Ich will nicht Knast und so. You create misery. Have your cake and eat it. Boah, Mann, so ein geiles TikTok, Alter. Die Message dahinter, hinter diesem TikTok. Ich hab sie direkt verstanden, wirklich. Ich finde es auch richtig krass, dass du in diesem TikTok die Differenzen zwischen dem Krieg und der Inflation auch. Have your cake and eat it. Was hast du heute so den ganzen Tag gemacht? Allerdings, ich war heute fett arbeiten, Alter. Wirklich 8-Stunden-Schicht, Junge. Ich hab heute richtig durchgezogen und du. Ja, you create, yeah, yeah, yeah. Ich bekomme Geld für meine Notizen, die ich während der Uni sowieso mache. StudoQ bietet mir hierfür einfach fast 40 Euro. Ew, ich sag euch eine Sache, Digga. Würde ich meine Notizen abgeben, dann würden die von mir 40 Euro verlangen. Weil die komplett falsch von oben bis unten sind, Mann. Notizen, Digga. Die kriegt Geld für ihre Notizen und ich mache nicht mal welche in der Uni. Guck mal, ich zeig euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze aussehen sollte. Normalerweise sieht es so hier aus, Junge. 5000 Skripte, alles richtig schön wahrscheinlich ausgefüllt bis zum geht nicht mehr. Jetzt gucken wir einfach mal in meinen Ordner. Bro, da sind einfach zwei Sachen drin, Digga, und das ist nicht mal das Fach. Be smart, don't hard bled. Digga, genau das meine ich. Meine ganze TikTok For You-Page besteht aus sowas. Bro, wieso haben die so viel Geld, Mann? Das sind doch alles Millionäre. You look lonely. Ah, ja, klar, Digga. Ich persönlich bunker mein Geld auch immer in der Tiefkühlabteilung meines Kühlschranks. Das nächste Mal, wenn meine Eltern zum Essen kommen, ich lade sie ein zu Weihnachten. Ey, kommt zu mir, Mann. Ich mache euch was richtig Schönes. Die kommen zu mir nach Hause und ich... Guten Hunger! Was, schmeckt dir nicht? Ach so, warte, du brauchst noch Beilage. Besser! Blöd, besser! Wusstest du, dass du dafür bezahlt werden kannst, den ganzen Tag auf TikTok zu sein? Ja, Mann, Alter, wenn ich dafür bezahlt werden würde, den ganzen Tag auf TikTok rumzuhängen, Bro, dann würde ich auch nur noch das hier. Ich mache Umsatz mit geklauten Kreditkarten. Wenn du also den ganzen Tag eh schon an deinem Handy scrollst, könnte dies eine großartige Gelegenheit für dich sein. Es ist Zeit für eine neue Karriere. Es ist Zeit für eine neue Karriere, Digga. Ja, Mann, Alter, wirklich, in 20 Jahren sitzt du dann auch komplett mit deiner Familie, mit den Freunden von deiner Familie am Esstisch so und jeder. Ja, also ich habe wirklich mit 20 angefangen zu studieren, mit 25 meinen Doktor gemacht. Ich bin jetzt Professor, Doktor, Richter, Anwalt und was bist du? Ja, Dings, ich habe neue Karriere gemacht. Es ist Zeit für eine neue Karriere. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch...